Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und heute geht es um dieses leckere Gericht. Das ist inspiriert aus dem Disney-Film Vaiana, das Kalua Pork. Da isst sie das ja in einer Szene und ich habe dazu noch Kokosnussreis gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt gerne dabei. Fangen wir auch schon direkt an und als erstes nehme ich meine Alufolie und lege die hier auf meine Fläche aus. Dann nehme ich meinen Schweinenacken, das ist wirklich ein sehr großes Stück bei mir, das sind bei mir ungefähr 2,5 Kilo. Und das schneide ich dann komplett, also oben und auch unten, schneide ich das rautenförmig ein. Dann würze ich das natürlich noch, dafür nehme ich nicht viel. Ich nehme einfach nur Salz, dafür nehme ich rotes Hawaii-Salz. Dann nehme ich 1,5 Esslöffel und das gebe ich hier übers Fleisch. Dann benutze ich noch Raucharoma, dafür nehme ich Liquid Smoke. Da kann ich unten mal reinschreiben, welches genau ich nutze. Auf jeden Fall gebe ich davon 2 Esslöffel hier über mein Fleisch. Und dann arbeite ich das zusammen mit dem Salz in mein Fleisch ein. Dafür habe ich auch eben die Schnitte gemacht, so zieht das schön ein. Dann brauche ich natürlich noch meine Bananenblätter. Die lege ich hier einfach ums ganze Fleisch herum. Ich verkleide das sozusagen damit. Bei mir gab es leider nur kleine zu kaufen. Wer große findet, kann natürlich auch gerne große nehmen. Ist dann natürlich einfacher damit, als ganz viele kleine Blätter zu nehmen. Aber klappt natürlich trotzdem damit. Die lege ich so ums ganze Fleisch einfach herum. Und dann kommt gleich noch die Alufolie drumherum. Ich habe das jetzt auf jeden Fall gut mit den Bananenblättern ummantelt. Wer mag, kann auch gerne Kochgarn nehmen und das dann damit festmachen. Ich nehme auf jeden Fall jetzt hier meine Alufolie und packe das Fleisch damit ein und gebe das dann in den Ofen für mindestens 6 Stunden bei 160 Grad. Während das Stück Fleisch noch schön im Ofen gart, bereite ich schon mal meinen Kokosnussreis vor. Dafür nehme ich als erstes eine Dose Kokosnussmilch und verrühre das mit 360 ml Kokosnusswasser. Wer nicht so viel Kokosnusswasser in seiner Kokosnuss hat, kann auch gerne den Rest auffüllen, der noch fehlt, mit normalem Wasser. Und das bringe ich dann erstmal zum Kochen. So, ich habe die Milch jetzt einmal schön aufkochen lassen. Jetzt gebe ich noch mein Salz hinzu, dafür nehme ich einen halben Teelöffel und natürlich noch meinen Reis, dafür nehme ich ungefähr 400 Gramm. Ich nehme dafür Duftreis, also Jasminreis und den gebe ich hier rein und lasse das auf mittlerer Temperatur, lasse das leicht köcheln. Ich verringere dann meine Temperatur, gebe den Deckel drauf und lasse das immer weiter köcheln für ungefähr 20 Minuten, bis kein Wasser mehr vorhanden ist. Danach nehme ich dann meinen Topf vom Herd und lasse den Reis dann nochmal zugedeckt für 15 Minuten durchziehen. Ich habe jetzt hier mein fertiges Kalua Pork. Ich habe das eben aus dem Ofen genommen, habe die Alufolie entfernt und auch die Bananenblätter, weil die kann man nämlich, glaube ich, nicht mitessen und kann das jetzt hier mit meiner Gabel einfach nur noch auseinanderziehen, denn durch die lange Garzeit eben vom Ofen ist das wunderschön weich und zart geworden, also man braucht kein Messer mehr, ist ja auch quasi Pulled Pork. Hinten habe ich jetzt noch meinen Kokosnussreis stehen und ich habe noch Ananas geschnitten, denn das passt alles perfekt dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und ganz viel Erfolg. Lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an und gerne bis zum nächsten Mal.